ist der schönste Tag in meinem Leben. Ja. Ich hatte schon als kleines Kind immer den Lebenstraum, einmal Ape. Oh. Einen wunderschönen guten Morgen. Leute, heute geschieht was richtig Geiles. Ich wurde quasi aus dem Bett geworfen, sitze jetzt im Auto und bin todmüde. Ja, ich hoffe, dass ich gleich während der Fahrt, ich habe Augenpads dabei, verwende ich gleich. Es gibt was Tolles zu berichten, oder es ist ein tolles Video heute, und zwar, ist die Scheiße aus, ein alter Schwede, treffe ich mich mit den André Brockschmidt, genau. Und kennt ihr bestimmt, oder bekannt vom Bauforum 24. Und mit André Brockschmidt schauen wir uns gemeinsam eine Vespa an. Entschuldigung. Vespa ist ja von Piaggio, und von Piaggio gibt es auch die Ape. Wenn ihr die Ape nicht kennt, einfach mal googeln. Genau, und wir wollen uns beide so ein Ding kaufen. Und das wird unser nächstes Projekt. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need, are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. So, kurzes Update. Ich habe gerade mit André telefoniert. Der hatte irgendwie ein paar Probleme gehabt mit dem Anhänger. Jetzt hat er irgendwie einen Anhänger, da passen zwei oder drei Apen drauf. Und der steckt im Stau. Termin ist um 12 Uhr. Ich stecke jetzt auch im Stau. Ich werde trotzdem vor André da sein. Und dann erfahrt ihr alles Weitere. Dann mal schauen. Vielleicht werde ich schon mal die Ape so ein bisschen anschauen. So ein bisschen Ahnung habe ich auch, wenn es um Autos oder Motorräder geht. Ja, und dann checke ich die mal vorweg ab. Ich hoffe, dass André noch pünktlich kommt. So, ich bin jetzt angekommen. André kommt wohl um, laut Navi, um 13.30 Uhr oder sowas. Das heißt, eineinhalb Stunden drüber, steckt wohl im Stau, oder er weiß noch nicht, was auf ihn zukommt. Und ich bin jetzt hier mitten in Celle, in Garsten, auf dem Feld. Das Navi ist echt lustig, das hat mich quer durch Celle geführt, aber auch mal wieder lustig. Ich weiß nicht, ob jemand da das Incognito kennt, da waren wir nämlich früher mal feiern. Genau, und jetzt geht es nämlich weiter. Ich fahre jetzt mal jetzt zu diesen Herren, der die Ape verkauft. Das ist eine Ape TM. Und die TM ist recht selten, vor allem als Diesel, aber das ist keine Diesel, das ist ein Benziner, weil die Ape vorne dann ein Zweisitzer ist und ein kleines Lenkrad hat. Und die anderen Ape 50er, die haben vorne so einen Rollerlenker. Genau. Ich fahre jetzt einfach mal hin. Und ich würde sagen, wir schauen uns die mal im Detail jetzt an. Jetzt haben wir nämlich ein bisschen Zeit, es ist keiner hier. So, wir haben hier zwei Frontscheinwerfer, ein Reifen vorne mit einer Aufhängung wie von der Vespa, eine Einradaufhängung, wie ihr hier sehen könnt. So, und was kann man jetzt hier so schauen? Ich weiß nicht, ob ihr es Hintergrund hört, das Rumschreierei, das ist die, das ist eine Heidewerkstatt. So, da ist die Hupe. Ja, hier kann man, es gibt von Presto gibt es einen Kunststoff-Farbauffrischer, der wirkt echt die Wunder. Habe ich damals bei David mal verwendet, darüber gibt es auch ein Video. Und vom Profil her ist es noch gut. Hier sieht man ja die Markierung. Ne? Wahrscheinlich werden die schon ein paar Jahre alt sein, die Reifen. Man soll ja alle 6 Jahre die Reifen ändern. Ansonsten hier ist, ja, es schaut schon gut aus. Ein bisschen Rost hier an der Seite. Darauf soll man immer achten, auch wenn man keine Ahnung hat. Frontscheibe ist auch okay. Genau, und innen drinne könnt ihr sehen, 2 Sitze mit einem Lenkrad und ein Tacho. Und man hat, glaube ich, 4 oder 5 Gänge. Hier ist auch der Tank, wie von einer kleinen Ape. Hinten haben wir eine Achse. Hier ist die Aufhängung. Ja, schaut alles ganz okay aus. Tank leckt ein bisschen. So, Felgen sind ein bisschen angelaufen, ist aber auch anscheinend normal. Hier die Abtropfkante, aber das ist alles noch sehr solide, ne? So, das ist nämlich,
ja, eine Pizzeria, wie ihr sehen könnt, stand da mal drauf. Und jetzt ist ein Detmolder Landbier. Ist auch schon abgemeldet. So, hier hinten ist auch eine Rückfahrkamera, sehe ich gerade. Ist ja geil. Ja, hier sind tausend Sachen. Schläuche, ich glaube, hier hinten ist der Motor. Soweit ich mich erinnern kann, da kann man auch, glaube ich, von oben, wenn man die Klappe aufmacht, hier kann man das anschauen. So sieht das aus. Ja, hier ist ein Aufkleber. Wurde auch schon mal versucht abzumachen. Ja, der Lack da drunter. Muss man wahrscheinlich dann neu lackieren, ne? Ja, sonst macht ihr eigentlich einen ganz guten Eindruck. Ich würde sagen 3. Was sagt ihr? Radkasten, okay, wurde hier schon mal. Ne, das ist hier der Spritzschutz, der mit Kabelbinder festgemacht worden ist. Hier ist Öl. Hier ist der Auspuff. Hat André mir auch schon gesagt, da gibt es Sportauspüffe. Finde ja ganz cool bei einer Apel. Die Älteren haben das, glaube ich. Die haben so runde Rückscheinwerfer. Das sieht irgendwie cool aus, wie bei so einem Land Rover. Ja, die ist schon ein bisschen größer. Ne? Daraus könnte man auch einen Camper bauen. So, wir haben jetzt nachmittags, André und ich, André ist eingetroffen und wir haben jetzt mal die Ape angeschaut. André redet ein bisschen mit dem Besitzer und ich mache jetzt mal hier eine Roomtour. Es ist einfach geil, ne? Dieses 4 Gänge, kleines Lenkrad, Tacho, jetzt schon allerdings 53.000 runter, aber das ist dann für unsere Zwecke. Ist das alles okay? Hier noch die klassische Version. Ja, das ist der Türöffner. Hab ich auch noch nie gesehen. Schalthebel. Mit Rückfahrkamera. Eigenbau vom Besitzer. Hier unten ist die Batterie. Frostschutz. Scheibenwaschanlage. Ja, bei der Apel, was da so kaufentscheidend ist, ist wohl der Unterbau bzw. das Ganze hier wohl, haben wir jetzt herausgefunden im Forum. Hier sollten halt keine Roststellen oder keine Durchrostung sein. Ansonsten hat man wirklich einen wirtschaftlichen Totalschaden. Ne? Und was man ganz gerne durchrostet bei der Apel ist das Bodenblech. Aber das ist jetzt hier Flugrost, das sieht alles noch gut aus. Genau. Ansonsten hat man bei der Ape wohl was Normales. Das sind diese Stellen hier. Das ist aber alles normal, das ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Auto oder sowas in der Art. Genau, ansonsten ja, im Motor, da wurde ein bisschen rumgebastelt. Aber das ist für unsere Zwecke jetzt eigentlich nicht so relevant, weil wenn wir damit jetzt mal zur Messe fahren oder zum Hersteller oder Aussteller oder Sponsor, dann kommt es darauf nicht an, weil die dann auf dem Anhänger raufkommt. Ne? So hier unten, ja, leckt ein bisschen alles. Ist aber auch wahrscheinlich bei so einem Fahrzeug normal, bei dem Alter, ne? Bei der Laufleistung. Vergaser leckt ganz schön. Jetzt haben wir die Ape verladen und wie ihr sehen könnt, geht die Sonne so langsam unter. Ich denke, wir haben sie jetzt recht sicher verzurrt. Man kann sie halt sehr, sehr schwer verzurren. Wir haben jetzt einmal die Reifen links und rechts verzurrt, also links und rechts Zug drauf. Dann haben wir einen Spanngurt, der das Gestell oder das Gerüst oder den Rahmen nach hinten zieht.
hoffen, dass hier keine Schweißnaht bricht oder sowas. Und dann wollen wir sie hier noch mal ein bisschen nach vorne ziehen. Und hier haben wir noch mal den Reifen nach unten gedrückt, ne? Dass ein bisschen Last drauf ist. Ja, und der Brockschmidt hat schon seinen Hund da eingesperrt. Guck mal, wie süß sie ist. Die hat Klasse 2. Und neulich noch ihre Berufskraftfahrerprüfung gemacht. Das heißt, die ist... die hat jahrelange Erfahrung. Die hat immer so Südeuropa-Verkehr gemacht mit der Ape. So, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der ganze Tag dabei drauf geht, aber es ist geschafft. Na, André? Was denn? Das ist geschafft. Das ist nur noch dein Video abdrehen und dann Feierabend, ne? Das ist der schönste Tag in meinem Leben. Ja. Ich hatte schon als kleines Kind immer den Lebenstraum, einmal Ape. Jetzt echt? Nein.